So, hallo, hier ist wieder mal die Bärbel. Heute ist zwar schon Mittwoch, aber ich möchte euch heute zum Teil 3 der Reihe Was habe ich in Leipzig gelernt zum Abnehmen, wo ihr ein bisschen was erfahren wollt. Erstens, ich möchte heute nochmal auf Thema Eiweiß gehen. Eiweiß, für was braucht ihr Eiweiß? Eiweiß braucht ihr darum, dass euer Muskelaufbau wichtig ist. Nach dem Sport braucht ihr Eiweiß. Vor dem Sport macht ihr nehmt ihr Kohlenhydrate zu euch. Nach dem Sport nehmt ihr Eiweiß. So, Eiweiße. Aufgaben des Eiweißes. Ich lese es aus meinem Heft ab. Schutzfunktion. Struktur- und Bindegewebsfunktion. Spezifische Wirkung im Stoffwechsel. Reservestoff. Was Kohlenhydrate alle ist, hat euer Körper immer noch was. Energielieferant im Notfall. Wo findet ihr Eiweiß? In Fleisch und Fisch, Eiern, Milch, Milchprodukte, Haselnüsse wie Linsen, Bohnen, Erbsen, Sojabohnen, in Nüsse. Erwachsene braucht maximal 0,8 Eiweiß pro Kilogramm. Mit mehr Eiweiß habt ihr einen höheren Fettverbrennung, erhaltet die Muskelmasse oder behaltet eure Muskelmasse, das ist ja ganz wichtig. Wenn ihr nämlich eure Muskelmasse verliert beim Durchs Abnehmen, habt ihr einen geringeren Grundumsatz. Ihr habt weniger Heißhunger. Es ist ein natürlicher Appetitzügler und ihr seid lange satt. Das merke ich ja früh, wenn ich mein Müsli mache, also Haferflocken mit Mandel oder Hafermilch, Obst und entweder nehme ich gemahlene Mandeln rein, manchmal nehme ich auch etwas Honig. Ich mache das unterschiedlich, jeden Tag anders. So, was nehme ich jetzt? So. Muskeln trainieren. Wie kann man Muskeln trainieren? Zum echten Hochofen entwickeln sich Muskulatur, aber bei sportlichen Betätigungen. Also es ist egal, ob ihr 2 Minuten Sport macht oder 2 Stunden. Ob ihr jetzt mit 2 Taschen 2 Minuten hinterm Bus hinterher rennt, bei einer 180 Hertz Frequenz, oder ob ihr eine Walken, Ausdauersportarten, Schwimmen, Joggen und so weiter, oder Gymnastik macht. Bei uns muss ich dazu sagen, ich bin schon viele, viele Jahre stark gebändert. Die anderen Teilnehmer in meiner Gruppe sollten pro Tag ihre 10.000 Schritte machen. Ist eine Summe, die viele auch kennen. Ich sollte 2.500 machen. Eine Mitstreiterin, da ging es genauso wie mir, die war genauso wenig. Also ich habe mir jetzt eine Sportuhr gekauft. Ich tue jeden Tag aufschreiben, wie viele Schritte ich habe, wie viele Kalorien davon ich verbraucht habe und wie viele Kilometer ich angeblich gelaufen bin. Selbst wenn ihr nur in der Wohnung euch bewegt und ganz langsam bewegt, habt ihr 2.500 bis 3.000 Schritte pro Tag. Das sollte man sich doch mal überlegen. Es ist Bewegung, egal wie was ihr macht. Ob ihr jetzt mit den Nordding Walking Stöcke, gerade wie ich, oder es gibt ja viele andere, die auch kaum laufen können. Die Nordic Walking Stöcke sind erstens dafür gut, oder Wanderstöcke. Ihr lauft gerade und beim Gehstock habt ihr immer einen Rundrücken. Das ist nicht so gut, ich habe es selber gemerkt. Die Nordic Walking Stöcke oder Wanderstöcke habt ihr in beiden Händen. Ihr habt ein ganz anderes Auftreten. Ihr lauft ganz sicher auf der Straße. Es gibt natürlich viele, die nehmen jetzt hier den Wagen, den Rollator. Auch da kann man sich festhalten. Aber wenn ich sehe, wie die laufen, immer nach vorn gebeugt, ist das mit dem Rundrücken auch nicht so gut. Das ist besser mit den Stöcken, wo man aufrecht steht. Es gibt verschiedene Stöcke, schwache, die Nordic Walking Stöcke sind etwas schwächer. Wenn ich jetzt Wanderstöcke hernehme, sind immer wieder im Angebot, egal ob Lidl, Aldi oder sonst Kaufland. Sind mehr stabiler. Kauft euch solche. Und so teuer sind die nicht. Ich habe damals mir Nordic Walking Stöcke gekauft, aber mindestens 10 Jahre her schon. Ein paar
Die nehme ich heute noch. Für meinen Mann habe ich jetzt Wanderstöcke gekauft. Die sind, was habe ich denn da bezahlt? 15 Euro in Bar im Kaufland, aber im Angebot. Wer sagt denn, dass ich im Angebot nichts kaufen kann? Viele geht es wie mir, wenig Geld. Guckt in den Werbungen rein. Es sind jetzt immer wieder Wanderstöcke oder Nordic Walking Stöcke als Bar im Angebot. Die kosten zwischen 10 und 20 Euro in Bar. Das ist eine einmalige Ausgabe. Ich habe mir im Aldi ein Bar gekauft für 19 Euro, die waren nicht in Ordnung. Ich habe sie wieder hinschaffen müssen, ich habe das Geld zurückgekriegt. Kann passieren, dass was nicht in Ordnung ist, wenn man es kauft. Man kann ja erst zu Hause auspacken. Im Laden geht das ja leider nicht. So, dann kaufe ich eben das nächste Bar. Aber wer wirklich heute sagt, ich mache vor der Straße oder in der Wohnung 10 Schritte, heute 10 Schritte, übermorgen mache ich 11 Schritte, das irgendwann Ende des Monats bei 20 oder 30 Schritte. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer und es tut auch scheiß weh. So, bleiben wir mal beim Thema. Es muss, na gut, wenn man 30 bis 45 Minuten sich bewegt am Tag. Aber man hat ja auch am Tag in der Wohnung als Hausfrau genug Bewegung. Es muss das Essen gekocht werden, es muss der Abwasch gemacht werden, es muss jene, die Zimmer müssen rausgewischt werden und. Alles Bewegung. Hausarbeit ist alles Bewegung. Es gibt sogar im Internet, könnt ihr reinstellen oder reingucken, was ihr am Tag an zusätzliche Kalorien verbraucht habt. Schreibt euch auf, was ihr gemacht habt. Also Vormittag 5-10 Minuten abgewaschen, Nachmittag vielleicht nochmal abgewaschen, 10 Minuten. Den Müll weggeschafft in die Tonne, macht sich auch nicht von alleine. Gelben Sack weggeschafft, Papierabfällen weggeschafft. Es gibt die Wagen zum Hinterherziehen. So teuer sind die nicht. Auf der einen Seite hat man einen Wagen in der Hand, den man hinterherziehen kann. Auf der anderen Seite hat man einen Gehstock oder so einen Nordic Walking Stock in der Hand und kann sich festhalten. Geht alles. Ich weiß, es ist schwer. So, ich will euch aber jetzt mal, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht. Apropos morgen früh werde ich für uns Joghurtbrötchen backen. Ich habe heute alles eingekauft, was ich für morgen für mein Joghurtbrötchen brauche. Die nehme ich auf, muss ich natürlich etwas zeitiger aufstehen, aber es macht nichts, bin so und so im 5 munter. Die stelle ich euch dann morgen Vormittag mit der Einkaufsliste rein. Entweder ich mache es noch vorm Frühstück oder hinterher, wenn die Brötchen im Ofen liegen, weiß ich noch nicht, wie ich das packe. Ich war heute in der Apotheke und habe für meinen Mann die Medikamente abgeholt. So ein Kilo Paket Eiweißpulver kostet 24 Euro. Ich habe aber mal hier ein paar Rezepte Eiweißshake selber machen. Das Grundrezept, ich schreibe es euch, das Grundrezept schreibe ich euch hinten in der Beschreibung nochmal extra rein. Ihr braucht als Eiweiß Quark oder Hüttenkäse, ca. 150 Gramm. Dazu kommen Haferkohlenhydrate, Haferflocken, Schmelzflocken oder kohlenhydratreiches Obst wie oder Gemüse, Beispiel 100 Gramm Bananen. Fette, Olivenöl, Nüsse oder Leinsamen, ca. 2 Esslöffel. Damit der Shake auch gut schmeckt, können Sie nach Belieben Obst, Honig, Gewürze hinzufügen. Die Konsistenz können Sie mit Milch oder Wasser anpassen. Wenn keine der Drinks Ihren Geschmack trifft, dann können Sie ganz einfach am Grundrezept orientieren und es nach Ihren persönlichen Vorlieben abwenden. So, es gibt Bananen-Eiweiß-Shake. Da brauche ich 170 Gramm Magerquark, eine Banane, 400 Milliliter Milch, ein Ei, Honig, 3 Esslöffel geraspelte Mandeln. Es gibt aber auch bekannte Eiweiß-Shake.
Hüttenkäse, 3 Esslöffel Joghurt, 1 rote Paprika, fettarme Milch, 2 Esslöffel Olivenöl, edelsüßen Paprika. So. Hier mit dem Bananeneiweißshake und bekannten Eiweißshake werde ich diese Rezepte abschreiben und hinten in der Beschreibung reinstellen. Das hier so kurz vorlesen, das schafft es, das nützt euch jetzt auf die Dauer nichts, ich weiß es. So. Was auch ein guter Eiweißträger ist, das ist, wir sagen hier der Schinko, der Harzer Käse. Zum Harzer Käse gibt es aber auch Möglichkeiten, Kekse selber zu machen. Was ich euch in nächster Zeit, also nicht diese Woche, aber in den nächsten 2-3 Wochen, werde ich mal reinstellen. Eiweißbrot zu kaufen ist schweineteuer, ich weiß es. Ich habe am Anfang, wo ich von Leipzig wiedergekommen bin, oder sagen wir von Leipzig, meine Opti-Fast-Trink-Eiweißpakete, wir hatten die immer gehabt, wo das die Umstellung war, habe ich Eiweißbrot gekauft, aber ist auch vieles mal bei dem Eiweißbrot, wenn man was kauft, weiß man auch nicht, wie gut ist es gebacken. Das Vollkornbrot beim Bäcker, wer mal reingucken will ins Internet, ihr braucht euch bloß mal die Teigstücken angucken oder euch mal das Video darüber. Sehr viele werden Teigstücke vom Bäcker gekauft. Dann kommt Melasse rein, also eine Zuckerlösung. Damit werden die Teigstücke schön dunkel, sehen aus wie Vollkornbrot, aber im Grunde ist es Weizenbrot und nichts weiter. Das nächste Problem ist, man sollte ja, wenn man abnehmen will, von Weizenmehl Abstand nehmen. Entweder man nimmt Vollkornweizenmehl, Dinkelmehl oder Vollkornmehl. Es gibt aber auch Cognac-Nudeln im Reformhaus bzw. Asia-Märkte. Da gibt es aber auch zu dem Cognac ein Mehl. Das hat nichts mit dem Cognac zu trinken, sondern das ist eine asiatische Bezeichnung von den Nudeln. Das Mehl ist so dick, das tut so anticken, so stark, da habt ihr ganz schnell eine Bambe. Ist aber auch schweineteuer, muss ich dazu sagen. Ich habe mir das einmal gekauft, nie wieder. Und wer Lust hat und geht mal in Globus Lebensmittelmarkt rein und guckt sich mal die Mehle an. Es gibt so viel verschiedene Mehle zu kaufen. Mandelmehl, Dinkelmehl. Schaut euch da mal um. Probiert das mal. Nussmehl und so weiter. So, dass ihr sagen könnt, so, ihr backt gerne. Kauft, geht, damit kommt ihr auch vom Weizenmehl weg. Ist auch ein Hilfsmittel für euch. Ich mache für heute Schluss. Ich bin nämlich ein bisschen leicht erkältet. Mir geht es auch seit gestern schon nicht besonders gut. So, mir geht es nicht so besonders gut. Ich mache mein Video jetzt zu Ende. Ich schreibe euch das Grundrezept und den Bananen- und bekannten Eiweißshake schreibe ich euch das Rezept rein. Und morgen früh backe ich meine Joghurtbrötchen zum Frühstück, nehme diese auf und dann kann ich euch das Rezept, entweder ich mache es noch gleich früh, wenn die Semmeln noch im Ofen liegen, oder ich mache es im Laufe des Vormittags. Wir müssen zwar morgen erstmal zum Augenarzt, aber das dauert ja nicht den ganzen Tag. Für heute sage ich Tschüss. Morgen kommt der nächste Teil mit dem Kochen, wie versprochen. Aber ich war heute einkaufen. Ich muss wieder weniger ein BH anziehen. Ich habe wieder durch ein BH habe ich wieder Schulter-Nackenschmerzen. Dann gehen das wieder in die Kopfschmerzen rein. Naja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ihr habt euer zu tragen. Ich habe meins zu tragen. Tschüss für heute.